verbannt. Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Sniper Elite 5. Es geht um alle Sammelobjekte in der dritten Mission. Spionageschule, der Name. Und direkt zum Start haben wir hier gleich das erste Sammelobjekt an diesem LKW auf der kleinen Kiste. Und von hier aus werden wir uns auch gleich das nächste holen. Und zwar dort hinten thront ein Adler. Bei den Sammelobjekten generell sind ja immer 3 Adler zu holen, 3 Werkbänke und 13 Dokumente jeglicher Art, um so dann insgesamt auf 19 zu kommen. Ganz wichtig, hier auf dieser Ecke hier, da könnte auch ein weiteres Sammelobjekt sein, was ich euch später zeige. Und zwar ist das ein, ja, sag ich mal, ein Soldat, der hier diese Schräge runterkommt, die wir da gerade gesehen haben. Ich zeige euch das nachher nochmal natürlich, wenn ich den habe. Das kommt immer ganz drauf an, halt wie man, sag ich mal, ja, im Spiel vorankommt, wie viel Alarm man gemacht hat, welche Sachen man erfüllt hat oder auch nicht erfüllt hat. Kann es sein, dass Soldaten mit Sammelobjekten sich halt von A nach B bewegen oder im schlimmsten Fall gar nicht da sind, dann einfach nochmal neu starten. Wie gesagt, ich zeige euch den Endpunkt von dem Soldaten, aber erst einmal zeige ich euch jetzt hier im Hintergrund den alternativen Startpunkt Nummer 1. Es gibt pro Map immer 2 alternative Startpunkte plus die 19 Sammelobjekte, sodass wir halt hier insgesamt auf diese 21 Sammelobjekte kommen. Ich springe relativ wenig im Video hin und her, versuche das Ganze euch am Stück zu zeigen, sodass ihr es sozusagen nachlaufen könnt. Gut, bei euch sind dann natürlich ein paar mehr Gegner im Weg, aber ich hoffe, dass es trotzdem auf die Art und Weise gerade hier in der Spionageschule für euch hilfreich ist, wenn wir das Ganze zum großen Teilen am Stück machen, dadurch, ja, sag ich mal, die Map relativ verwinkelt ist, da es viele Möglichkeiten gibt, in irgendwelche Gebäude reinzugehen, rauszugehen. Und wenn ich dann euch direkt hier einfach zeige, hier ist das Objekt, hier nimmt auf und blende einmal kurz die Karte ein, hilft das eventuell nicht, weil man halt eine Etage weiter unten eigentlich suchen müsste. Dieser weiße Wagen übrigens, an dem ich gerade vorbeilaufe, das ist ebenso die Möglichkeit, dass der Soldat in diesem weißen Auto sitzt, und zwar als Chauffeur, der, wie gesagt, nachher erst relativ zum Ende hin das Sammelobjekt hat. Nur für euch als Hinweis, der kann auch in diesem weißen Auto als Chauffeur drin sitzen, ändert sich halt immer wieder. Und ich hoffe, dass ich das hier trotzdem ja für euch relativ gut hinbekomme, dass die Map oft genug eingeblendet ist. Manche werden vielleicht manchmal sagen, hey, ich habe gerade die Map vor 3 Sekunden gesehen, ich brauche sie nicht schon wieder. Das ist darin begründet, dass natürlich Leute auch gerne im Video hin und her springen, weil sie halt nur das Objekt, ja, nur ein Objekt suchen oder halt nur ein paar bestimmte suchen. Und dann haben die einfach immer wieder nochmal als Referenzpunkt die Karte eingeblendet. Dafür ist das gedacht. Wenn man das Video am Stück guckt, denkt man eventuell, okay, die Map hätte ich jetzt nicht schon wieder gebraucht. Denkt da auch an die Leute, wie gesagt, die wahrscheinlich die Minuten davor nicht gesehen haben. So, hier oben haben wir wieder einen Soldaten mit Dokument. Allerdings, dieser Offizier hier, da haben sie, nehmen sie nur einmal teil. Ich habe nicht erlebt, dass er sich bewegt. Ich habe nicht erlebt, dass er sich bewegt. Der war immer hier oben im Turm und dementsprechend hoffe ich, dass das halt auch der Fall sein wird. Wenn es nicht der Fall ist, wisst ihr, es ist ein Dokument auf einem Soldaten, dass ihr dort genau aufpassen müsst, wo das Ganze zu finden ist. Wie gesagt, die Karte, ich habe sie versucht, einigermaßen so abzugehen, wie die Mission verläuft. Aber auch die kann man natürlich auf mehrere unterschiedliche Arten und Weisen angehen. Und deswegen werden wir auch nachher, oder besser gesagt auch jetzt, hier so ein bisschen teilweise manchmal querlaufen. War in meinen Augen nicht besser zu arrangieren. Und wenn ich jetzt irgendwann mal hier rutschen dürfte, wäre auch schön. Na endlich, endlich war der Prompt dafür da. Nutze die Seilrutsche, um hier zur MP-Werkbank zu kommen. Wie gesagt, die Werkbänke, ihr braucht 3 Stück an der Zahl, um natürlich auch die entsprechenden, ja, Attachments für eure Waffe freizuschalten, für eure Waffen freizuschalten. Und deswegen sind die Werkbänke ganz wichtig, weil nur dann habt ihr bestimmte Schalldämpfer oder ähnliches überhaupt zur Auswahl. Und deswegen gibt es, wie gesagt, pro Level immer 3 Maschinenpistole, Gewehr und Pistole. Das sind die 3 plus die 3 Adler, wie ihr erwähnt, die manchmal ein bisschen schwerer zu finden sind. Und ich laufe jetzt hier auch relativ weit zurück, aber wie gesagt, es war halt einfach so, wie es am besten wirklich in meinen Augen zu machen war. Gerne natürlich dazu eure Kommentare unten unter das Video, ob das jetzt für euch hilfreich war, ob es irgendwo zu verworren war, wie auch immer. Also konstruktive Kritik ist dort immer gern gesehen, weil ich natürlich auch dazu, ja, bei den nächsten Sammelobjekte-Guides das natürlich im Hinterkopf habe, was ihr denkt, was ihr meint, was ihr sagt. Und dementsprechend dann halt auch Sachen eventuell anpasse, besser mache, anders mache,
wie auch immer. Ich hoffe, dass das so eigentlich, wie es hier ist, dann schon sehr perfekt ist. Sehr perfekt, ne? Das ist schon ein bisschen übertrieben. Aber gut, aber Level ist sehr gut ist, sagen wir es einfach so. So, wir machen uns auf den Weg zum nächsten Startpunkt, der nächste alternative Startpunkt, der zweite. Die Startpunkte auch sehr wichtig eigentlich sich zu holen, weil gerade wenn man später dann auch authentisch durchspielen möchte, ist es natürlich teilweise angenehmer, weil dann der Schwierigkeitsgrad schon stark angezogen ist, dass man da dann, ja, sage ich mal, einen Startpunkt hat, wie hier zum Beispiel mitten in der Stadt. Klar, A, nicht so angenehm wegen viele Gegner um einen herum, aber B, der Weg ist halt kurz, ne? Der Weg ist halt kurz. Oder wenn man halt bestimmte Sachen erledigen möchte, besondere Herausforderungen oder ähnliches, wo man sich denkt, ach nee, ich fange hier an. Oder natürlich, man hat ein Sammelobjekt um die Ecke vergessen und denkt sich, nö, dann brauche ich nicht da vorne einmal quer über die ganze Brücke rüber, sondern springe direkt hier in die Karte rein, kann direkt zum Sammelobjekt. Denn ihr könnt, nachdem ihr ein Sammelobjekt aufgesammelt habt, auch sofort das Spiel verlassen. Das wird sofort gespeichert, ist sofort bei euch auf dem, ja, auf der Speicherdatei abgelegt, dass ihr dieses Sammelobjekt habt und dementsprechend habt ihr dann auch kein Problem mit der Trophäe und müsst nicht erst noch die Mission zu Ende spielen. Also ganz wichtig für euch, dass ihr nicht die Mission zu Ende spielen müsst. Ich hoffe, dass das ebenso hilft. Ansonsten ein Thema, was immer wieder kommt, verpassbare Trophäen gibt es keine. Wir haben aber Multiplayer-Trophäen. Das ist ganz wichtig, deswegen vielleicht auch der Hinweis, dass ihr eventuell den Invasionsmodus auch eingeschaltet lasst. Bei Sammelobjekten würde ich es vielleicht nicht unbedingt tun, damit ich jetzt dann nicht genervt bin, vielleicht von einer Invasion, die stattfindet, aber ihr benötigt das natürlich für Trophäen. Aber ansonsten, ihr könnt jederzeit alle Missionen auswählen, auch ihr braucht nicht das Spiel komplett durchzuhaben. Ihr könnt auch bei Mission 4 sein und trotzdem nochmal Mission 1 starten. Ihr müsst also nicht das Spiel beendet haben, das ist also wirklich sehr gut gelöst. Und dann habt ihr auch wirklich genug Speicherpunkte, es gibt genug Autospeicherpunkte, das heißt, Autospeicherpunkte gibt es immer drei, die aber meistens sehr, sehr sinnvoll gesetzt sind. Dass man da eigentlich auch mit dem Speichermanagement sehr, sehr gut klarkommt. Muss man auf alle Fälle sagen, da haben sie die Hausaufgaben gemacht, aber die Jungs bei Rebellion haben ja natürlich auch, was das betrifft, einiges schon an Erfahrung gesammelt, sei es mit Zombie Army oder mit Sniper Elite 1, 2, 3, 4, 5, wo wir jetzt momentan aktuell angekommen sind. Und damit geht es zur nächsten Werkbank. Und hier auch ein weiterer Hinweis: Ich habe keine Schlüssel aufgenommen. Ne? Ich habe jetzt hier einen Schlüssel für die Werkbank. Aber ihr könnt ja alternativ, seht ihr ja, auch eine Sprengladung platzieren. Das bedeutet, ihr bekommt diese Tür auf jeden Fall auf, auch dann, wenn ihr ja den Schlüssel nicht gefunden haben solltet. Und da die Schlüssel meistens auf Soldaten sind und Soldaten, die Problematik habe ich ja eingangs erwähnt, nicht immer ungefähr da sind oder unbedingt da sind, wo sie sein sollten, deswegen keine Schlüssel, im Notfall die Tür einfach sprengen. Und es gibt dann halt auch die Türen. Wir werden das hier, glaube ich, relativ zum Ende haben bei der letzten Werkbank, wo ich dann einfach die Tür aufgeschossen habe von der anderen Seite. Und zwar Türen, die ein Vorhängeschloss haben, könnt ihr mit panzerbrechender Munition auch von der anderen Seite aufschießen. Und das ist hier übrigens der Typ, von dem ich die ganze Zeit geredet hatte vorhin. Das hier ist der Typ, der bei mir hier an dieser Stelle rumläuft. Und der hätte auch ganz vorne beim dritten Sammelobjekt sein können, da diese Rundung hoch und runter rennen, der kann halt auch im Auto als Chauffeur sitzen. Und bei mir ist der halt an der Stelle. Wie gesagt, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ich hoffe, dass ihr den Typen auf alle Fälle zur Strecke bringt und dementsprechend dann auch das Dokument mitnehmen könnt. Und damit sind wir hier auch schon beinahe durch. Wie gesagt, wir kommen gleich nochmal zu der Werkbank, wo ich dann halt mit panzerbrechender Munition die Tür von der anderen Seite aufgeschossen habe. Bekommt aber ja auch als Hinweis vom Spiel gesagt, aha, die Tür kriege ich so nicht auf, das ist von der anderen Seite, aber wenn du panzerbrechende Munition hast, kannst du diese nutzen. Und da genug panzerbrechende Munition im Level rumliegt oder aber ihr sowieso generell schon Spezialmunition ausgerüstet habt, panzerbrechend vom Start an, habt ihr damit auch kein Problem. Und damit kommen wir zu der angesprochenen Werkbank. Wenn ich schon die ganze Zeit von rede, wollen wir sie auch zeigen. Den Weg, den ich jetzt hier laufe, das ist halt. Man hätte auch von anderer Seite herangehen können. Ich fand, das war hier der kürzere Weg. Und da man es einfach aufschießen kann, dachte ich mir auch nicht, dass ihr da in Probleme geratet, diese Werkbank hier auf diesem Weg einzusammeln. Da ist die Tür, von der ich geredet habe. Hier das Schloss. Wie gesagt, da mit panzerbrechender Munition drauf. Dann geht die Tür auf. Und dann können wir uns hier die Gewehrwerkbank holen und sind damit hier, wie gesagt, schon fast am Ende angekommen. Noch drei Objekte fehlen uns. Ein Adler, den sie wieder ganz weit außerhalb der Map versteckt haben. Das finde ich immer so ein bisschen bösartig. Also das war wirklich viel Arbeit teilweise bei den Guides, auch die Adler zu finden, weil die halt, wie gesagt, man
muss halt wirklich alles absuchen. Ne? Man muss wirklich alles absuchen, selbst das, wo man zu Fuß nicht hin kann. So, hier mache ich kurz die Tür auf, aber ignorieren, nach oben gehen. Ne? Weil nach unten gibt es kein Sammelobjekt an der Tür, sondern einfach neben der Tür nach oben gehen. Dann haben wir hier oben die Trainingsszenarien. Einmal direkt hier geradeaus auf dem Tisch liegen. Und daneben ist der Kellerschlüssel für die Tür, an der wir gerade waren, aber die, wie gesagt, die uninteressant ist, wo es eigentlich keinen Grund wirklich gibt, da lang zu gehen. Jemals vielmehr wirklich, also auch vom Gameplay her, nichts ein, warum ich da lang sollte. Und dann hier nochmal ganz wichtig, Tresore, speichert vorher. Wenn ihr den Schlüssel habt, speichert vorher, guckt rein, ist ein Dokument drin, dann ist super. Oder aber es ist nichts drin, dann sprengt das Ding nochmal. Das gab es in Mission 1, dass es ein Tresor gibt, wo nur das Dokument drin war, wenn gesprengt wurde. Deswegen empfehle ich euch, nach Möglichkeit Tresore zu sprengen, aber auf alle Fälle vorher manuell zu speichern. Im Notfall tut es aber auch ein Autospeicherpunkt, der ja meist relativ nah angesiedelt ist. So, damit holen wir uns jetzt den Adler außerhalb der Map. Ihr habt ihn da gerade schon ganz kurz gesehen. Und ich bedanke mich fürs Dabeisein. Ich hoffe, das Video war hilfreich für euch. Es hat euch gefallen. Wenn dem so war, denkt an den Daumen nach oben. Würde ich mich sehr darüber freuen. Abonniert den Kanal, wenn euch geschehen, verpasst ihr hier weiter kein neues Video. Ich sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming. Euer Goodie.